Hallo, hier ist Anja und euren Beschreibungen zufolge können wir am PC eine Katze adoptieren und das machen wir jetzt. Ist das nicht ein Computer? Muss ich hier sowas machen? Ich will nicht. Okay. Ist das kein Computer? Kann ich hier nicht irgendwas machen, anstatt mein Video-Inventory anzugucken oder Autos aufzunehmen? Was sind denn. Okay, scheinbar ist es meine YouTuber-Karriere. Ich kann scheinbar nichts anderes machen. Aber ist kein Problem, denn ich habe Folgendes herausgefunden. Und zwar. Achtung, aufgepasst. Was? Die sehen gar nicht aus wie meine. Nein. Sind es immer andere? Ich will welche, die akkurat aussehen wie meine. Aber das tun sie nicht. Das ist ja doof. Okay. Nee, bin nicht so zufrieden. Bin überhaupt nicht so zufrieden. Okay. Egal, wir finden da was. Wisst ihr was? Dann fangen wir jetzt unsere YouTuber-Karriere an. Alles klar? Achtung, aufgepasst. Wir nehmen ein Video auf, okay? Und zwar machen wir einen Vlog. Wir sind gerade eingezogen und wir sind kurz davor, die Katze zu kaufen, okay? Es wird passieren. Es wird passieren. Wir sind nicht... Ne? Das kann ja nicht sein. Wir werden nicht für immer alleine leben. Wir werden einen fälligen Mitbewohner haben. Und das natürlich, das teilen wir mit der Menge. Ja. Genau. Läuft gut. Ja, guck, sie freut... Ja! Morgen ist der Tag. Erst gehe ich meiner neuen Detektivarbeit nach. Und dann kaufen wir ein Kätzchen. Und dann leben wir, beziehungsweise zwei. Und dann leben wir für immer glücklich mit denen zusammen. Und es wird voll super. Mittlerweile kann ich auch überall in meiner Wohnung hingehen. An alle Plätze. Das ist cool, oder? Ha? Super, super, super. Ich glaube, das wird ein gutes Video. Ich glaube, das kommt gut an. Ich glaube, das ist was, das gucken sich die Leute einfach gern an. Ich dachte, sie hat auf Pause gedrückt. Okay, sie ist gereizt, aber sie tut nicht so. Ich dachte, wir sind glücklich. Jetzt wird sie angefressen. Hallo. Glücklich, glücklich sind wir Katzen. Wir nehmen richtig gutes Video auf. Das wird, 2 Stunden wird das lang. Es ist 2 Uhr nachts. Das ist übrigens auch sehr relatable. Wieso denn? Was? Wir haben Frösche. 0 von 25. Nice! Läuft der Hase. Was haben wir denn jetzt? Was essen wir denn hier Leckeres? Wir essen ein Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich. Lecker, lecker für Erdnussbutter-Marmeladen-Entdecker. Das läuft doch hier. Ich habe hier meine Katzenminze schon angepflanzt. Die können wir vielleicht gleich gießen. Nee, brauchen wir nicht. Alles klar, der geht's 1A. Primatastisch. Wir müssen noch das Video fertig aufnehmen. Wir müssen's. Wir können den Vlog nicht aufnehmen, weil wir so unglücklich sind. Wir können keinen glücklichen Vlog machen, während wir unzufrieden sind. Aber was ist los? Wir sind doch grün. Wir machen jetzt ein Update. Haben wir denn schon Kommentare? Was können wir denn hier überhaupt machen? Wann fängt die Arbeit morgen denn an? Die fängt 8 Uhr morgens an. Das heißt in 4 Stunden. Das heißt, wenn ich mich jetzt nochmal 4 Stündchen hinlege, dann ist es doch auch ganz schön. Dann können wir ein kleines Nickerchen machen. Sag mal, lege ich meine Klamotten einfach so auf den Boden? Wirklich? Wow. Wow, wow, wow. Okay, ich muss in einer Stunde arbeiten. Willkommen. Es ist Zeit, gegen das Verbrechen zu kämpfen. Okay. Als erstes, okay, wir müssen an den Computer, um eine Aufgabe zu kriegen. Alles klar, gar kein Problem. Wo ist denn ein freier Computer? Wo ist denn mein Büro? Entschuldigung, wo ist dein Büro? Hier ist mein Büro. So. Wir kriegen erstmal eine kleine... Oh. Warte mal, sind das hier die Gefangenen? Okay, die sind ein bisschen... die will raus. Ja, die anderen hier, die machen ein bisschen Sport. Das ist nicht schlecht. Kann man ja mal machen. Das sind die Gefängniszellen. Wenn die nicht aufpassen, ist es schön, dass ich den Computer direkt in den Gefängniszellen gekriegt habe. Mann, oh Mann. Guckt euch das an. Erster Tag in der Arbeit und es geht mir super. Alles klar, wir kriegen jetzt erstmal ein Assignment, okay? Wir kriegen erstmal eine Aufgabe. Und dann gehen wir erstmal auf die Toilette, ja? Man muss ja nicht, ne? Okay. Wir haben eine Aufgabe gekriegt, und zwar müssen wir helfen, eine Crime Scene zu, ja, zu durchsuchen. Okay, und da ein paar Beobachtungen zu machen, zu gucken, ja, was geht da vor sich? Wir sind ja ein kleiner Detektiv, ja? Wir sind ja ein Detektiv. Ich meine, das ist ja unser Job. Wir müssen ja
Okay, wir müssen jetzt zum Ort des Geschehens, zum Ort des Verbrechens. Die Frage ist, wo ist der Ort des Verbrechens? Da gibt es eine Map für. Alles klar. Ich bin. Was? Achso, ich werde. Ich glaube. Achso, super. Ich habe als Quest habe ich Master Vampir genommen, weil ich ein kleiner Fuchs war. Und mir gedacht habe, super fantastische Idee. Wo ist denn die Map? Hallo? Okay. Die gibt's bestimmt. Die gibt's bestimmt. Hier. Wir sind am Ort des Geschehens angekommen. Und wir reden jetzt. Oh, okay. Pass auf. Wir machen Fotos. Wir reden mit der Zeugin oder dem Zeugen. Und wir suchen nach Hinweisen. Alles klar, ja, gerne doch. Gerne doch. Die haben eine sehr spärlich eingerichtete Wohnung. Das macht es wahrscheinlich einfacher, Hinweise zu finden. Aber es muss natürlich nicht alles so überladen sein wie bei mir, gebe ich zu. Also, was haben wir denn hier? Wir suchen. Ah, hier ist jemand. Hier ist jemand. Halt, stopp. Du bleibst hier stehen geblieben. Mit dir reden wir. Ich kann gar nicht einschätzen, ob der 25 oder 50 ist, der Typ. Der will hier schon mit dem reden. So nicht. Der denkt, er kann jetzt hier einfach auf sein Laufband gehen. Aber da hat er sich getäuscht. Da hat er sich getäuscht. Wir gucken uns das Ganze nämlich jetzt mal an und reden mit dem. Interessant, interessant. Haben wir jetzt alles hinzugefügt? Perfekt. Er ist sehr unglücklich. Er ist der Mörder, wahrscheinlich. So, das hier, da leuchtet das Licht noch. Das heißt, hier gucken wir mal nach ein paar Hinweisen, ja? Das ist ja oft so, dass mal im Schlafzimmer jemand umgebracht wird. Und wenn hier das Licht noch leuchtet, dann heißt es, es ist nicht so lange her, dass hier jemand war. Bin kleiner Detektiv. Müsst ihr mir lassen. So, warte mal. Wo bin ich denn? Bin ich überhaupt hier oben? Wer ist das denn? Wer ist das? Okay, das sind alles irgendwelche Zeugen. Es gibt scheinbar viele, die hier wohnen. Scheinbar ist es wirklich ein beliebtes Haus. Das ist verdächtig. Hier. Foto. Hier, das ist verdächtig. Bäm. Ein Lama-Hund. Komm wieder her. Ich habe was gefunden. Und wir nehmen ein Sample mit. Das ist zwar nicht gefordert, aber wir sind, kein Overachiever. Tja. Aha, habe ich ganz alleine gefunden. Hier ist leider absolut gar nichts. Warum? Ich muss fünf Clues finden. Warum ist das denn ein Clue? Okay, hier geht es noch höher. Nö, hier ist nur das Dach und die Dachterrasse. Hier scheint nichts zu sein. Schönes Haus haben sie aber. Schönes Haus. Okay, mehr klebt leider nicht am Boden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was ist denn das? Aha! Das stauben wir nach Fingerabdrücken ab. Aha. Wieso grill ich denn jetzt Hamburger? Stopp! Du bist auf der Arbeit. Entschuldigung. Aha. Da haben wir wieder ein Graffiti. Scheinbar ist es ein Graffiti-Mörder, ein sogenannter. Tja, ich will ja nichts sagen, aber ich bin ein kleiner Detektiv. Vielleicht ist das jetzt aufgetaucht. Warte mal. Hat sie hier unten jetzt nach was gesucht? Tauchen hier unten noch mehr Graffitis auf? Das ist ja verrückt. Das war vorhin noch nicht da, oder habe ich das einfach nur nicht gesehen? Habe ich das übersehen? Ich denke, da werden wir drei Fotos machen können, wenn wir drei Graffitis finden. Das ist halt jetzt die Frage. Aha! Hier ist was! Hier ist was! Hab ich! Auf dem Radar! Bam! Es läuft aber auch gut. So, das ist Nummer 3 übrigens. Hier ist Nummer 4. Danach müssen wir nur noch einen kleinen Hinweis. Einen kleinen Hinweis rausfinden. Warum bist du so wütend? Ich verstehe das nicht. Komm mal, wir können bestimmt dafür sorgen, dass sie weniger wütend ist. Wir können sagen, hi. Harter Tag gewesen. Die Nina. Können wir uns nicht mit der Nina anfreunden? Wir brauchen eine Freundin. Okay. Ah, guck mal, wir versuchen der Nina zu helfen.
Das ist voll cool, dass man selber arbeiten kann. Okay. Also, Nina. Übrigens, hi, ich bin Ronja. Schmeißeltambra. Was Oh geht mein. ab? Miss Phoebe Fuller. Ich finde es schön, dass du Merry so bei der Arbeit hinten dabei Pickens. bist. Weil wir haben jetzt ja gerade so ein Simple, bisschen über unsere Theorien Chimney, geredet. Und Oh, Illinois. es ist ja auch immer gut, sich mit seinen Angestellten, Mitarbeitern gut zu stellen. Nicht wahr? So, sieht es gerade nach einem kleinen Päuschen aus, wenn ich mich hier nicht irre. Aber das Gesetz ruht nie, ja? Wir haben nie eine Pause. Und zwar gibt es hier unten bestimmt irgendwas, wo wir noch nicht wirklich was entdeckt haben. Da kriegen wir ein paar Fingerabdrücke gleich noch. Jetzt wird's verrückt. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Was ist denn das? Ein Turnschuh. Die tauchen einfach auf, wenn man das scannt. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nicht mehr lange Zeit. Ich habe noch eine Stunde. Aber ich habe alles hingekriegt. Ja. Ja. Beast. Okay. Ich muss zurück zur Polizeistation. Wie komme ich zurück zur Polizeistation? Wie komme ich zurück zur Polizeistation? Geht das am Handy? Nö. Das ging am Computer, aber ich weiß nicht wie. Hallo, liebe Freunde der Nacht. Return. Ja. Wir haben unsere Beweise gesammelt und jetzt können wir die analysieren am Computer. Mann, was für ein Arbeitstag! Was für ein Arbeitstag! Ist das der. Nee, das machen wir das auch am PC? Geht das hier? Oder wie benutzen wir den chemischen Analyse? Frag mich was, Teil. Wie geht das? Okay. Okay, war scheinbar nicht so ein guter Arbeitstag. Naja, gut. So, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Sims, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!